Vielen Dank, Franzi, dass du uns zu einem Picknick eingeladen hast. Ja, es ist eine tolle Idee, bei dem schönen Wetter eine Clubsitzung draußen auf der Wiese abzuhalten. Im Hauptquartier ist es viel zu warm. Und in unserer Kutsche würden wir erst recht eingehen. Ja, und Tinker wird schon keine Geheimnisse verraten, oder Tinker? Na also. Und? Gibt es irgendwelche Neuigkeiten? Habt ihr etwas von einem Verbrechen? Michi hat die Zusage fürs Studium bekommen. Wie bitte? Aber wenn Michi den Studienplatz hat, dann heißt das ja... Dass er von hier wegzieht, ja. Und zwar gleich im September. Er sucht schon ein Zimmer. Das geht jetzt aber ganz schön schnell. Stimmt. Ich hab's immer noch nicht richtig verstanden, aber ich freue mich wirklich riesig für Michi. Das Studium ist sein absoluter Traum. Und der geht jetzt für ihn in Erfüllung. Ja, für ihn. Naja, Michi und ich werden eine Fernbeziehung führen und uns an den Wochenenden und in den Ferien sehen. Wir schaffen das. Auf jeden Fall. Das denke ich auch. Naja, und wenn ich es zwischendrin vor lauter Sehnsucht nicht mehr aushalte, dann tröstet ihr beiden mich, ja? Versprochen. Versprochen. Okay. Und bei dir und Holger ist auch alles in Ordnung, Marie? Ja, absolut. Es ist nur... Was? Papa hat nicht erlaubt, dass ich bei Holgers Familie wohne. Du willst mit Holger zusammenziehen? Ich meine, klar, ihr seid schon Ewigkeiten ein Paar, aber trotzdem. Doch nicht auf Dauer. Ich wollte nur für die eine Woche dort wohnen, in der Tessa und Papa auf Hochzeitsreise sind. Ach so. Wo ist denn dann das Problem? Papa meint, dass Holgers Mutter mit ihrem Job und seinen kleinen Geschwistern schon genug zu tun hat. Und dann ist das Haus, in dem sie wohnen, ja auch ganz schön klein. Und warum zieht Holger in der Woche nicht einfach zu dir? In eurer Villa ist doch nun wirklich Platz genug. Das erlaubt Oma Agnes nicht. Sie meint, 4 Kinder sind ihr zu viel. 4? Ach so, ja, du, Lina, Finn und Holger. Kann deine Oma gut kochen? Also, meine Oma kocht jedenfalls immer tolle Sachen, wenn sie mal einhütet oder meine Brüder und ich sie besuchen. Und wir dürfen bei ihr immer viel länger aufbleiben. Von wegen, das läuft bei meiner Stiefoma leider nicht so. Sie schwört auf vegetarisches Essen. Grünkernbratlinge mit Sauerampfersalat und solche Sachen. Oh je. Oh, das klingt nicht gut. Allerdings, ich muss mir unbedingt was einfallen lassen. Hallo, die Damen. Hallo, Papa. Hallo. Hallo. Sag mal, Franzi, sind das deine Turnschuhe? Ja, danke. Du solltest deine Sachen nicht überall herumliegen lassen. Und ein Schnürsenkel fehlt auch noch. Ja, den... Hat Polly ihn? Hast du wieder Fang den Wurm mit ihr gespielt? Ja. Und diesmal war sie schneller als du. Volltreffer. Boah. Hä? Polly, dein Hinkehuhn? Ja, das ist ein Spiel. Ich ziehe den roten Schnürsenkel raus und bewege ihn über den Boden. Und Polly denkt dann, es ist ein Wurm. Du denkst, dass Polly denkt, es sei ein Wurm. Hühner sind gar nicht so doof, wie man häufig sagt. Naja, vielleicht denkt Polly ja, du denkst, es sei ein Wurm und will dir den Spaß nicht verderben. Echt? Weiß man's? Aber du bist doch nicht nur gekommen, um mir meine Schuhe hinterher zu tragen, oder? Nein, natürlich nicht. Ich wollte dich etwas fragen. Wenn du extra dafür hier rauskommst, muss es ja was Wichtiges sein. Ich habe eben mit der Leiterin des Wildpferdereservats in Dreibachtal telefoniert. Du meinst das Takital? Da, wo im letzten Monat ein neues Fohlen geboren wurde? Das erste, das nicht im Zoo, sondern fast in freier Wildbahn zur Welt gekommen ist? Oh, ich merke, du bist informiert. Genau. Es geht um das Reservat Takital. Hallo, Tinker. Na, wie geht's dir? Ich werde dort für 3 Wochen einen Kollegen vertreten, der sich normalerweise um die Przewalski-Pferde kümmert. Oh, das ist ja toll. Kann ich nicht mitkommen? Ja, genau daran hatte ich gedacht. Ich werde übrigens für die Zeit ein Zimmer auf einem Gutshof in der Nähe des Reservats beziehen. Die Leitung des Przewalski-Projekts hat dort auch ihre Büroräume. Und wann geht es los? Nächsten Freitag, gleich zu Beginn der Sommerferien. Der Gutshof Rosenthal veranstaltet mit dem Wildpferdeprojekt zusammen ein paar Sommeraktionstage. Naja, zum Auftakt gibt es am Samstag ein großes mongolisches Reiterfest für Kinder und Jugendliche. Wenn du Lust hast, nehme ich dich und Tinke am Wochenende mit. Dann kannst du mit ihr an den Wettbewerben teilnehmen und anschließend ein paar Tage bleiben. Auf dem Hof ist noch eine Box frei. Die könnte ich jetzt gleich für Tinke reservieren. Oh, das wäre ja toll. Wir haben schon lange nicht mehr bei irgendwelchen Reiterspielen mitgemacht.
Und dann kann ich mir endlich die Przewalski-Herde ansehen. Echte Takis und ein Taki-Fohlen. Ist das nicht der Hammer? Bestimmt echt toll. Super. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was Stinksterpferde oder Tapire sind. Noch nie gehört. Oh, nicht Tapire. Takis. Das bedeutet heilig. So haben die Nomaden in der Wüste Gobi die kleinen Wildpferde genannt, die dort überall herumliefen. Aha. Das heilig hat den Pferden allerdings wenig genützt. Sie wurden trotzdem gejagt und ihr Futter wurde immer knapper, weil die Menschen die Grassteppe für andere Tiere als Weide genutzt haben. Sind die Takis deshalb vom Aussterben bedroht? Genau. Es gibt nur noch ein paar hundert, die frei in der Mongolei leben. Deshalb werden sie weltweit in Zoos und Reservaten gezüchtet und später ausgewildert. Den unaussprechlichen Namen Przewalski haben sie übrigens nach ihrem Entdecker erhalten. Das war ein russischer Forscher. Er hat herausgefunden, dass die Takis die Vorfahren aller Pferde sind, eben Urwildpferde. Ohne Takis keine Tinker. Ja, so kann man es auch sagen. So, ich muss jetzt aber dringend wieder los. Meine neue Praxishilfe kommt gleich. Ach, dann hast du endlich jemanden gefunden. Das ist ja toll. Es hat ja auch lange genug gedauert. Am liebsten würde ich ja weiter mit deiner Mutter zusammenarbeiten, aber ihr sind süße Kuchen und Plätzchen eben lieber als süße Kaninchen und Papageien. Tja, da kann man nichts machen. Du wirst es schon überleben. Immerhin gibt es jetzt jeden Tag leckeren Kuchen bei uns. Da hast du auch wieder recht. Also, bis später. Tschüss, ihr beiden. Bis bald mal wieder. Tschüss. Tschüss. Toll, dass dein Vater dich mitnimmt. Ja, ich kann es kaum abwarten. Es ist zwar noch eine ganze Woche Schule, aber mit so einer Aussicht schaffe ich das locker. Ihr seid so still. Ach so, verstehe. Ihr habt ja nicht so schöne Aussichten. Ganz und gar nicht. Marie muss eine Woche lang um 7 ins Bett und körbeweise Sauerampfer essen. Und Kim wird Michi vermissen, der in einer fremden Stadt auf Zimmersuche ist. Ja. Mädels, ich hab da eine Idee. Hat draußen beim Reservat alles geklappt? Ja, klar. Wieso? Temujin ist gesund und munter angekommen. Die Pferdedamen haben ihm zwar erst mal die kalte Schulter gezeigt, aber das wird sich vermutlich bald ändern. Ich schaue morgen wieder nach ihm. Sehr schön. Du hast wirklich ein drolliges Huhn, Franzi. Wieso? Das ist ja ein richtiges Kampfhuhn. Wieso das denn? Polly ist doch ganz friedlich. Das mag ja sein. Aber mit meinen Schnürsenkeln hat sie vorhin heftig gekämpft. Ach so. Ja, das macht sie gern. Ach, Serge. Ja, Chef? Machst du den Transporter auch gleich wieder sauber? Ausfegen und so. Klar, das ist doch selbstverständlich. Wir laden nur noch eben schnell aus. Ist gut. Hier, Paul, dein Rucksack. Was hast du denn da drin? Steine? Einen Piratenschatz. Scherzkeks. Ich hab Äpfel, Karotten und Hafer für den Notfall eingepackt. Wenn der Transporter liegen geblieben wäre, hätte ich Temujin damit füttern können. Habt ihr das gehört? Ist das nicht süß? Du bist wirklich ein noch größerer Pferdener als deine Mutter. Kann schon sein. Ich bin bei Oyuna auf der Weide, falls mich jemand sucht. Alles klar. Und, was habt ihr drei jetzt vor? Ich will zu Tinker. Kommt ihr mit? Klar. Okay, dann sehen wir uns beim Abendessen. Hallo, Tinker. Oh, und du bist so ein kluges Pony. Du hast gleich herausgefunden, dass du aus dem Stall direkt auf die Weide laufen kannst. Ja. Und, geht es dir gut? Ist das deins? Ja, das ist meine Tinker. Wir sind heute angekommen und bleiben eine Woche. Und du bist Paul, richtig? Ja. Das sind Kim und Marie, meine Freundinnen. Die haben kein Pony. Hallo, Paul. Hallo. Hallo. Tinker ist eine New Forest, oder? Stimmt. Und das süße Mongolenpony gehört dir? Ja, sie ist das beste Pony auf der ganzen Welt. Oyuna! Machst du morgen auch bei den Reiterspielen mit? Klar. Prima. Wir sehen uns nachher beim Abendessen. Ich muss jetzt weg. Hab noch was zu erledigen. Ja, bis später. Lasst uns zum Haupthaus gehen. Es gibt aber noch kein Abendessen, Kim. Haha. Nein, ich will am schwarzen Brett nachschauen, wann Doc Wick ihren Vortrag über das Reservat hält. Okay. Tschüss, Tinker.
kommt. Ja, dann kann ich mich vielleicht in die Liste für den Schnupperkurs fürs Voltigieren einschreiben. Die hängt auch am schwarzen Brett. Du, Marie? Was gibt's denn da zu lachen? Ja, ich weiß ich eigentlich auch nicht.